Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal haben wir ein paar dieser Türe verkloppt, die hätten wir eigentlich, glaube ich, besser laufen lassen sollen. Ich glaube, sie hätten ein schöneres Leben. Und heute sind wir in der Nähe von Kolonie 4, mal wieder. Ich habe ja schon beim letzten Mal erwähnt, dass wir jetzt eine ganze Weile mal wieder Nebenquests jetzt erstmal machen. Würde ich mich nur an die Hauptstory setzen, wären wir schon längst durch, Leute. Aber ich muss halt auch nebenbei ein bisschen leveln. Und so kann ich mir das teilweise auch sparen, das ein bisschen offscreen zu machen. Wenn wir sowieso die Nebenstorys hier machen. Also damit die da mal einen Hintergrund haben, warum ich das immer bevorzuge. Auch den Grund, du weißt nie, wann welche von denen sterben könnten. Haben wir ja bei Effe gesehen. Ja, hier bei den Nopon-Lagern rechts neben von mir, da sind Informationen, die können wir uns hier mal eben kurz anhören. Also hier bei Kolonie 4 wissen wir, dass die ein oder andere Nebenquest auf jeden Fall da ist. Hallo? Ist bei ihm alles in Ordnung? Was ist denn da passiert? Na gut, das Sanitätswert ist nicht weit weg. Yeah. I guess we should tell Boliaris about it personally. Just going to run recon on the canteen. Ey, das wäre 1:1 ich, wenn die da so richtige Pläne machen. Ich will mal eben kurz die Kantine aus. Bin so hart ich. Irgendein böses Monstrum? Ja, wann nicht? Sind wahrscheinlich nicht alle davon überzeugt gewesen. Vielleicht ist er blind.
Okay. Du rühr dich nicht aus, ne? Ich hoffe mal, der halbtote Sadat hat auch Erfolg bei seinem Job jetzt. Ist hier noch eine Quest irgendwo? Ja, hier. Marker gesetzt. Bis ich den angesprochen habe, lasse ich mal eben kurz aus dem Bild. Wahrscheinlich oben. Da, ich sehe das Fragezeichen schon. Stimmt, müssen ja wegen Effe Bescheid geben. Er muss ja jetzt gerade den Anführerjob übernehmen, ne? Der arme Bolearis. Vielleicht hat er ja persönliche Gefühle gegenüber Effel. Den Questnamen gerade fand ich gut. Die Trübsal des Borealis. Der ist wahrscheinlich oben, oder? Ja, der ist oben. Okay, einmal kurz laufen. Da ist er ja. Alles gut. Im Übrigen, was mir ja auch gerade so einfällt. Wir können ja jetzt endlich dieses eine Gleiten da machen, ne? Das heißt, wir können da endlich die Kiste holen. Jetzt muss ich nur den Sprung richtig hinbekommen. Jetzt können wir uns hier den Container endlich gönnen. Oh, das habe ich irgendwann schon gemacht. Hatte ich schon aus dem Blickfeld. Ich habe jetzt hier nirgendwo Informationsquellen gesehen, also einfach mal abhören wegen den Nopons.
Ist auch keine Nebenquest. Where should I start? Ich habe bisher nie diese Autotext-Funktion genutzt, ne? Stimmt, an den Nebel damals habe ich mir ja gar nicht wirklich was dabei gedacht, ne? Ich dachte einfach nur, okay, das verschlechtert deren Sicht. Wenn man das wüsste, könnte man evakuieren. Ja, das ist natürlich doof, dass man das halt nicht vorher sehen kann. Also für die. Man könnte darüber wahrscheinlich Leben retten. Ich bringe jetzt erstmal Bolearis dahin, wo er hin möchte. Ey, weg dort! Na gut, das können wir nicht zulassen. Oh, da, wir haben hier leichtes Spiel. Ich glaube, ich mache einfach Synchros. Oh, guter Schaden. Viele sind nicht mehr übrig. Bei so schwachen Viechern kann man das halt ruhig mal machen, dass man einfach die ganzen Synchros raushaut. Der ist jetzt auch tot.
Er braucht halt einen kurzen Moment, ne? Die Reise habe ich euch jetzt mal erspart. Es trifft einen halt immer schwer, wenn eine gute, bekannte Person oder ein geliebter Mensch stirbt. Gut gesprochen, Bolearis, bisher. Die Musik gerade ist sehr episch. Wem wir dann zum Adjutanten erklären eigentlich? Da konnten wir gut helfen. Kolonie 4 haben wir den Harmoniebalken auch bald komplett voll. Nebenbei, ihr habt es wahrscheinlich schon längst gemerkt, aber ich habe mal zur Abwechslung das Spiel ein bisschen lauter und mich ein bisschen leiser eingestellt bei meiner Aufnahmesoftware. Oh, da unten gab es richtig Krieg. Nebenbei, was die Nebenstorys angeht, versuche ich das immer so aufzuteilen, dass ich von einer Kolonie die Mission mitnehme und versuche auch alle in einer Folge zu schaffen. Außer es sind um die 5 beispielsweise. Damit wir auch ein bisschen vorankommen.
Und ja, ich weiß, es ist den einen oder anderen nervt, wenn der Avatar immer und immer wieder mal aus dem Bild verschwindet. Aber bei Sequenzen packe ich mich halt aus dem Bild. Ah, die Dinger. Diese unsichtbaren Dinger waren's. Oh, die sind ja noch schwächer als die Truthähne. Kann ja wieder auf die Synchro gehen. Frag mich, von welcher Kolonie die sind. Das ist wirklich das größte Rätsel bisher. Von welcher Kolonie sind die? So, gleich geht der nächste kaputt. So, der ist jetzt auch down. Jetzt wird nur noch er hier. Ist jetzt, glaube ich, down. Nur bitte einmal die Flöte trällern. Der will weiterkämpfen. Warum fehlt hier jetzt gerade die Musik? Ah, da kommt sie. Also komme ich noch mal kurz ins Bild. Ich glaube, dass da jemand drin ist in dem Ding. Und wir dann eine neue Kolonie kennenlernen.
Da hat er leider recht. I guess this is fate too, huh? Und dafür muss ich jetzt extra nochmal dahin laufen und A drücken. Machen wir. Bisschen schade um die gefallenen Menschen. So, von der Karte her sehe ich schon. Hier drüben haben wir auf jeden Fall beim nächsten Mal eine Mission vor uns bei der Kolonie Gamma. Hier sieht es nicht so aus, als ob da irgendwas ist. Ich kann da einmal hinreißen und gucken, ob da irgendwo so ein Informationsding ist. Schon mal fürs nächste Mal. Ich werde gleich sowieso nochmal zur Kolonie 4 reisen. Also da ist auf jeden Fall schon mal ein Informationsding. Mehr Infos brauche ich nicht, dass ich weiß, dass ich hier beim nächsten Mal nochmal hingehe. Oder beim übernächsten Mal. Obwohl ich glaube, ich werde die Kolonie bevorzugen. Okay, bei Kolonie 4 sehe ich, dass da auch noch mal eine Quest ist. Ich muss schon sagen, ich habe vor allem in dem Gebiet hier richtig viel zu tun. Also ich meine jetzt nicht nur Kolonie 4. Ich glaube, den haben sie aufgesammelt irgendwo. Ja. Das war wieder unhöflich. Ja, das wäre jetzt meine erste Antwort gewesen. Auch das Design ist ein bisschen anders. Die anderen sehen so ein bisschen humaner aus.
Ganz große Klasse. Reicht es, wenn ich das Material einfach gebe? Weil es kann sein, dass ich viele Materialien dabei habe. Weil das kann ich ja definitiv jetzt noch eben abgeben. Kommt mir vor wie die Mission von Valdi. Ja, kann ich dir wie gesagt direkt abgeben. Ich habe definitiv Teile. What are we giving them? Oh, aber anscheinend nicht mal ansatzweise genügend. Okay, heißt offscreen zerlege ich noch ein paar von den Dingern. Ich sage extra offscreen, weil das mache ich jetzt nicht mehr. Ich bräuchte mindestens 20 Minuten wahrscheinlich, um die ganzen Teile zusammenzusammeln. Kann ich ja dann beim nächsten Mal zum Start abgeben. Und dann können wir gucken. Ich hatte ja vor, auf der Aethia-Karte einmal Kolonie Gamma und unsere allererste Kolonie zu besuchen. Ich glaube Kolonie 7 oder 9 war das. Hab's mir nicht hundertprozentig gemerkt. Und ja. Was die Nebenstory-Folgen angeht, versuche ich jetzt immer so 2 bis 3 Missionen auf jeden Fall mindestens immer reinzupacken. Was, wenn wir bei einer 4. Mission in dem Gebiet sind, dann gibt es eine weitere Folge einfach zu den Gebieten. Aber ich versuche, die Gebiete jetzt durchzupushen. Ich denke mal, dass wir hier auch nicht mehr so viele Missionen haben, weil das richtet sich hauptsächlich nach dem Harmoniediagramm, was ihr da rechts oben sehen könnt, links neben der Karte. Wenn das voll ist, dann hat man auch alle Missionen dort freigeschaltet. Und die sind chronologisch sortiert. Also in der Hinsicht braucht man sich da keine Sorgen machen. Naja, nichtsdestotrotz. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit dem heutigen Part. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!